Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge Hearthstone. Mein Name ist Scroll, ich begrüße euch ganz recht herzlich zu einer neuen Runde und wir spielen heute den Tavern Brawl und schauen einfach mal, es ist die ShiftCon, Swap Stories with Fellow Shifters at the Tavern Shifters Convention. Choose a class, we'll fill your deck with Shifters and Spells. Das heißt, wir haben nur diese komischen kleinen Viecher da drin. Wie heißen sie nochmal? Mir fällt der Name gar nicht ein. Ich überlege gerade, was könnten wir denn hier spielen? Irgendwas, was cool wäre. Ich glaube, Paladin wäre hier an dieser Stelle gar nicht mal so dumm. Aber mir fällt ein, wir haben eine Druiden-Quest. Druide oder Hunter-Quest, glaube ich. Ne, Druide oder Rogue. Sollen wir Rogue spielen, Leute? Komm, wir spielen mal Rogue. Wir haben schon lange keinen Rogue mehr gehabt. Wir spielen jetzt eine Runde Schurke. Mal gucken, ob das überhaupt funktionieren kann mit dem Schurken. Das Deck wird also gefüllt mit Shifter Zeros und Spells von der jeweiligen Klasse. Der Shifter, der verwandelt sich ja in jedem Zug zu einer neuen Kreatur. Das heißt also, es ist ein bisschen random wieder, der ganze Tavern Brawl. Aber diese Randomness macht das ja so insgesamt ganz cool. Okay, wir starten mit zwei Mana, so wie es aussieht. Mit zwei Mana. Okay, ich pack mal einen Shifter weg, einfach nur mal, um zu gucken, ob wir vielleicht einen Burgle ziehen. Das ist doch nice. Ey, wir können gleich was ausspielen, das finde ich doch gut. Den finde ich ehrlich gesagt echt nice. Weil dann können wir hier Quatsch Hero Ability einsetzen und kriegen dafür einfach mal eine fette Waffe. Ich hoffe, er kann da jetzt nicht direkt was dagegen machen. Immer noch nicht. Komm schon, gib mir die rote Rübe. Gib mir die rote Rübe. Da ist die rote Rübe. Jawohl. Okay. Oh. Und natürlich ein Shifter so rausgehauen. Jetzt gucken wir mal. Wir haben hier einen Taunt. Das ist eigentlich ganz gut. Ich würde gerne burgeln, aber ich will auch dem seine Ability einsetzen. Das heißt, wir machen so. Spielen den Taunt raus. Machen so. Klopfen den weg. Und gehen erstmal face mit dem. Jetzt muss er gucken, wie er durchkommt. Also er kann natürlich jetzt mit seinem... Es ist halt echt eine krasse Karte hier für Turn 1 den Flamewaker zu spielen. Das ist echt gut. Obwohl ich mit meinem jetzt auch nicht so ganz mit dem Orgrimmar Aspirant so ganz unzufrieden bin. Gerade da ich eine Waffenklasse spiele, ist das natürlich ganz geil. Ansonsten hätte ich gebürgelt. Wäre wahrscheinlich auch relativ sinnvoll gewesen. Okay. Spiel den Forbidden Ancient. Ah, der wird zum 4-4, warum? Ah, okay. Ja, ist logisch. Den hauen wir mal weg, den finde ich nicht cool. Holen uns eine neue Waffe, bürgeln. Ohohoho! Each player's highest attack minion. Die Shift to Zeros hauen wir einfach mal da rein. Den hauen wir einfach mal da rein. Oh, ich würde im nächsten Zug so gerne mal einen True Silver raushauen. Boah, lucky, lucky, lucky. Das ist natürlich echt lucky. Felguard. Ich weiß nicht, ob ein Mana-Kristall, das könnte schon ganz schön wichtig sein eigentlich. Wir gucken mal, vielleicht kriegen wir ja einen Mac. Zack. Wir gucken mal, vielleicht kriegen wir ja einen Mac. Dann wäre der natürlich ganz nützlich, ansonsten ist er ein bisschen Waste. Den hier wollte ich jetzt nicht rausspielen, den Felguard. Irgendwie, ich weiß nicht, es hätte mir nicht so gepasst, dass er mir einen Mana-Kristall zerstört. Das hätte ich nicht so ganz gut gefunden. Ja, hart am Überlegen. Boah, 4-1. 4-1 und Ding. Ah, nice, Fan of Knife. Alles klar. Ah, warte mal. Ah, das wäre ein Mac. Ich habe einen Mana zu wenig. Fuck.
Mann. Tut mir leid, aber Fan of Knife muss hier sein an dieser Stelle. Ist einfach zu gut gewesen. Ich hätte theoretisch jetzt auch den Kobold Guardian spielen können. Hier. Aber es ist nicht so, es wäre nicht so ganz gut gewesen, habe ich so das Gefühl. Weil wenn ich den jetzt rausgespielt hätte, hätte ich zwar hier einen 3-2 gehabt, aber was hätte ich mit dem anstellen sollen? Oder besser gesagt, was hätte ich mit dem anstellen können? Eigentlich ja nichts. Okay, Murloc. Spielt jetzt noch einen Murloc raus. Oh, das ist ja echt jetzt. Eine Murloc-Kombo. Okay, das ist Gott sei Dank kein Murloc, aber viele kleine Minions auf jeden Fall auf dem Board. Oh, Seagine wäre hier schon an dieser Stelle ganz geil, muss ich sagen. Ja, das bringt mir überhaupt nichts. Ich habe 8 Mana. Gehen Double Face. Jetzt kommt nämlich der Plan, liebe Leute. Und zwar, nächsten Turn enter the Colosseum. Und alles stirbt, außer das Viech mit den höchsten HP. Und das werde ich dann noch erstmal wegknallen hier. Zack, zack, hier den da wegbatschen. Mit, muss ich halt gucken, wie ich das mache, aber irgendwie kriege ich das schon hin. Und dann kommt Enter the Colosseum raus, werde dann, wahrscheinlich werde ich den hier zerstören, dann werde ich den hier irgendwie gucken, dass der oder der übrig bleibt und dann klappt das schon irgendwie. Irgendwie werden wir das schon hinkriegen, liebe Freunde. Zack, er geht da rein, geht mit dem rein, geht echt mit allem rein, was er hat. Okay, was kommt jetzt? Irgendwas Fettes wahrscheinlich. Ah, okay, Bulb of Four Dragon ist jetzt nicht die beste Karte, aber auch nicht die schlechteste. 4-7, es geht noch klar. 4-7 geht noch klar, liebe Freunde. Squire, attend me. Gehen hier Face. Nächsten Zug zerstören wir den Bolvar. Wir müssen halt echt aufpassen, dass dieses Enter the Colosseum uns nicht zum Nachteil wird, wenn wir es ausspielen. Das ist echt nicht gut. Vier, zwei. Reporting for duty. Wer war das nochmal mit dem höchsten? Destroy all minions except each player's highest attacked minion. Jetzt gucken wir mal. 2, 4, 5. Meh, nicht so geil. Möglich, werden wir auch tun jetzt. Der wird dann nicht sterben. Ah, aber es reicht nicht von den Mana-Kosten. Fuck. Nicht cool. Schwierig jetzt hier an der Stelle. Ja, das Enter the Colosseum war jetzt hier nicht so brauchbar, muss ich sagen. Ich hätte keine 6, keine 7 Damage auf den Ding, auf den Toshley drauf gekriegt. I'm ready. Oops, I broke a diamond.
Alles klar, erfüllt also sein Board. Oh, wir haben. Oh, ho, ho. Wenn wir den Toschli zurückschicken, dann wird er zu einem normalen Toschli, oder? Jetzt schauen wir mal, wir spielen Gaslow. Finde ich eigentlich ganz cool. Schicken den zurück auf die Hand. Den guten Torschley, Torschley, Torschley. Und wir kriegen jetzt einen geilen Mac. One cost Mana Spell. Warum habe ich nicht gescheit gelesen? Oh mein Gott, das war nicht gut. Ah, das war nicht gut, hey. Wir haben keinen One cost Mana Spell. Das war nicht intelligent, Freunde. Das war gar nicht intelligent. Naja, kommt vor. Er spielt jetzt für 6 trotzdem Toschley wieder raus, holt sich wieder einen Spare Part. Das wird er natürlich gleich usen mit seiner Hero Ability zusammen. Oh, er freest nicht, ne? Okay, jetzt muss Enter die Kolosseum raus, Leute. Sorry, aber anders geht's nicht. Er verschafft sich ein bisschen Card Draw hier jetzt. Ja, zieht eine Karte. Das ist okay. Das ist okay. Wir entern jetzt die Kolosseum, Leute. Das ist schön, dass er die Hero Ability nochmal eingesetzt hat. Das ist gar nicht so schlecht. Here we go. So, Hero Ability. Boah, im nächsten Zug, wenn er jetzt unseren Gaslow nicht platt macht, dann machen wir jetzt ganz schön viel Damage. Unsere Waffe kriegt plus 3. Und unser Minion kriegt plus 3, wenn wir eine andere Karte ausspielen. Das könnte ganz gut werden. Aber oh, wahrscheinlich hat er irgendwas, um den Gaslow jetzt zu stören. Ja, Shift of Zerus zum Beispiel. Ah, shit! Es ist uncool. Enter the Shadows. Okay, gib dem Stealth. Zack. Torschle geht drauf. End Turn. 5-2. Er hat auf jeden Fall Board und Hand Control. Das ist nicht so cool, Leute. Das ist nicht so cool. Okay, tötet jetzt natürlich mit seinem Ding hier das. Wow, natürlich. Das Problem ist, dass wir nur so kleine Penner, die Shifter Zeros im Deck haben. Das heißt, die Karte ist eine richtig gute Karte jetzt hier in dem Spiel. Okay. Ja, damit ist es wahrscheinlich GG, Leute. Können wir leider nichts mehr machen. Schade! War ein ganz spannendes Spiel. Ich frage mich, ob es ein Missplay war, dass wir nicht Enter the Colosseum an der einen Stelle eingesetzt haben. Wir probieren es einfach nochmal, hätte ich gesagt. Hier nochmal Rogue, Time. Oder sollen wir. Wir haben Rogue oder Druid. Ach komm, wir probieren es nochmal mit dem Rogue. Merkt mal doch, dass der Schurke ein bisschen zu schwierig zu spielen ist, weil man sich halt selber sehr, sehr viel Damage hauen muss, um den Gegner umzuklopfen. Schon wieder gegen den Paladin. Ich habe so das Gefühl, dass der Paladin vielleicht hier ein bisschen gut ist. Sinister Strike. Finde ich aber ganz okay, muss ich sagen. Wir können uns Beneath the Grounds überlegen, ob wir das rausspielen. Beneath the Grounds wäre, glaube ich, in Turn 1 sogar gar nicht mal so das Dümmste. Okay, er macht die Material Ability plus ein 1er, oder? Nee, doch nicht. Okay, ich muss aber sagen, dass der hier, ehrlich gesagt, echt gar nicht so scheiße ist jetzt in Turn 1. Mit Wind Fury 2-3 kann man mal machen. Nächsten Zug 5 Mana, Hero Ability plus Beneath the Ground. Das ist doch keine Warrior-Karte. Warum wird das denn hier als Warrior-Karte angeguckt? Sea Reaver? What the fuck? Okay, alles klar. Erstmal hier einen fetten Bug entdeckt. So, jetzt gucken wir mal.
Oh, es wäre natürlich auch geil, den rauszuspielen, aber. Ja, es wäre jetzt dumm, ehrlich gesagt. Wir spielen Beneath the Grounds. Coin. Hero Ability. Zack. Okay, das ist schon ein bisschen verwunderlich, das hier, wenn ich ehrlich bin. Sea Reaver. Was ist denn der Sea Reaver? Muss ich mal nachher gucken, wer der Sea Reaver ist. Naja. Ah, okay, ein Trog. Macht den Trade natürlich, ist hier das Sinnvollste gewesen. Wir haben leider keine Beasts. Spielen Beneath the Ground. Waren ganz schön dumm an dieser Stelle, fällt mir gerade auf. Ups. Ups, ups, ups. Okay, hier ist echt irgendwie ein bisschen was buggy. Meine Waffe leuchtet auch die ganze Zeit auf. Oh, echt jetzt? Natürlich bufft er. Oh, yes. Leroy Jenkins. Oh nein, ich Redemption. Oh, fuck. Oh, Dinge geschehen, Freunde. Dinge geschehen, die ich nicht gut finde. Ich glaube, mit dem Schurken werden wir das hier nicht hinkriegen, muss ich leider sagen. Ich muss jetzt mal hier ganz schnell ein Schlückchen trinken. Eine Sekunde schnell, bitte. Ich muss sagen, ich sehe hier gerade keinen Ausweg. Deswegen. Ja, das war's, liebe Leute. Das war's, konzidiert. Wir können jetzt noch schnell ein drittes Game machen. Das werden wir jetzt auch nochmal als Schurke probieren, um dann in der nächsten Folge zu gucken, ob wir das vielleicht anders besser hinkriegen. Irgendwie, ich weiß nicht, Schurke läuft hier nicht so gut, muss ich sagen. Schurke läuft hier nicht so gut. Vielleicht bin ich auch einfach hier nicht gerade in Schurkenstimmung irgendwie. Oder der Gegner kriegt halt einfach, weil es absolut randomized ist, was man zieht, kriegt der Gegner vielleicht einfach ein bisschen die besseren Karten. Das weiß man ja nie. Misplays gibt's immer, Leute. Misplays gibt's immer. So, okay. Shadow Strike und Betrayal. Und noch ein Schiff. Ah, komm, die Hand behalten wir mal. Shadow Strike ist relativ gut, falls ein dicken Minion jetzt direkt rausspielt. Betrayal ist auch ganz geil, das kann man mal machen. So, Greetings. The pleasure is mine. The pleasure is mine. Okay, ein 3-3er Bärchen für 3. Ist okay. What? Egal, spielen wir raus. Zack! 4 Mana, geht klar. Nächsten Turn 4 Mana können wir dann Shadow Strike oder Betrayal plus Ding spielen. Das ist okay. Wir haben auf jeden Fall schon mal was Gutes zum Traden. 3-6 für 4 Mana ist okay. Auf jeden Fall gut. What now? Ich denke nicht, dass er mit seinem. Doch, er macht wirklich den Trade. Ah, er hat einen Execute. Boah, du Penner, ey. Aber dafür ein Execute rausspielen. Natürlich Deathwing. Wie könnte es auch anders sein? Ja, komm, wir warten den Zug ab. Wir warten den Zug ab, liebe Freunde. Wir warten den Zug ab. Das lohnt sich jetzt hier nicht reinzugehen oder Shadow Strike rauszuhauen. So, jetzt mal gucken. Das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus.
5 Mana. 3 plus 2, Betrayal of Eden, der ist tot. Ja, geht klar. So, end turn. Gehealt wird er nicht mehr. Wir haben aber trotzdem ganz schön schon aufs Maul gekriegt. Was heißt hier well played? Hat jetzt irgendwas Fettes, wo er uns direkt wegbashen kann? Ha, da hat er nicht mit dem Shadow Strike gerechnet. Na, ätzend. Der wird nämlich jetzt gebufft. Dann haben wir ein Problem, Leute. Nochmal Deathwing? Okay, why not? Ah, komm, was soll's. Zack. Ich spiele mit denen raus, klopfen die weg, gehen für 3 ins Gesicht. Es wird ja auch Zeit, dass wir hier langsam alles machen können. Deathwing wäre so geil, ey. Ich würde so gerne mal Deathwing rausspielen, aber ich besitze ihn ja selber nicht, leider. Habe ich schon mal Deathwing rausgespielt? Irgendwann mal sicherlich. Bei irgendeinem Tavern Brawl. Okay, 5-6. Oh, Under City Huckster. Finde ich eigentlich ganz cool. You wanna buy a funnel cake? Was? Ach, schön. Boah, der ist halt mega scheiße, der Amgam Rager, ey. Der Fire Rager ist ja wenigstens. Oder wie heißt der? Ich glaube, Fire Rager ist wenigstens noch gut. Aber der ist halt richtig scheiße. Ja, komm, was soll's. Vielleicht haben wir ja Glück und kriegen ein Biest raus. Wir gehen Doppelface. Weil es macht dir jetzt sehr, sehr wenig. Okay, wenn er jetzt einen Brawler hat, ist halt scheiße. Wenn er jetzt einen Brawler hat, ist halt scheiße. Aber ich glaube nicht, dass er eins hat. Andererseits wäre es halt auch relativ dumm gewesen, jetzt hier den zu töten, weil dann mein Board relativ leer gewesen wäre. Gut, er hätte eine Karte weniger gehabt, aber. Mit dem 5-6er kann er halt auch an sich nicht viel machen. Ich hoffe halt einfach, dass wir ein Ding ziehen. Einen Spell ziehen. Ja gut, okay, jetzt ist es eigentlich egal, ob wir den Spell ziehen oder nicht. Okay, schießt da den Damage drauf. Kann er executen? Nee, er spielt noch den Ghoul. Ja, der Ghoul, der könnte jetzt ein bisschen nervig werden, muss ich sagen. Obwohl, der macht allen Damage und damit ist das Board auch wieder geclearet für mich. Das ist eigentlich top. Eigentlich ist es top. Wir hauen jetzt das rein, clearen damit das Board und dann. Ja. Poster, ja, wow. Das wäre halt ganz nett gewesen, wenn wir den Spell auf Ding wirken könnten. Obwohl er ja nicht triggert, mit dem Give your Taunt Minion plus 2 war das, glaube ich. Hätte es trotzdem funktioniert, dass sie die Divine Shield gekriegt hätte. Jetzt mal gucken, ob er irgendwas gegen unseren Mogor die Ogor machen kann. Da, die Spinnchen können wir auch noch rausklopfen. Oh, Combo! Combo-Zeit, zack! Und noch Hero Ability. Ah, damit habe ich gerade gar nicht gedacht. Bin davon ausgegangen, dass die kein Wildtier ist, weil ja, wenn das Ding platzt, also wenn die stirbt, dann sind sie ja zwei Spectral Spiders und die zählen ja nicht als Ding. Nicht als Minions. Aber jetzt sieht es ganz gut aus. Wir füllen unser Board. Oh, der ist ja jetzt Taunt. Oh nein, er ist kein Taunt mehr. Ach komm, ich hätte Bolster spielen sollen vorhin. Ich hätte Bolster spielen sollen vorhin. Ja, das war dumm. Anstatt Hero Ability Bolster hätte hier jetzt den. Das wäre das Play gewesen, Leute. Das wäre ganz klar das Play gewesen. Okay. Können wir beide wegmachen. Oh. Hell to fucking Zod. Eins. Nein. Zwei. Nein. Warum? Drei. Ach, come on. Ach. Ich krieg echt gerade. Boah, Leute, warum? Warum? Einfach nur warum?
Es war eben mega. Warum, Mogor? Warum? Oh, Herrgott im Himmel. Wie halt kein Angriff getroffen hat. Kein einziger Angriff. Und jetzt kann er Mogor töten. Er tötet, er geht auf. Geht es nur in meinem Zug oder immer? Ah, schön. Jawohl, da haben wir doch die Runde gewonnen. Juhu. Nice. Hat ja auch nur fast eine halbe Stunde gedauert. Und wir haben endlich das letzte Pack gekriegt, das uns noch gefehlt hat. Juhu, das heißt, nächste Folge wird ein Pack-Opening, liebe Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.